Hallo und willkommen zum nächsten FIFA 18 Ultimate Team Pack Opening zum neuen Team of the Week. Ist nur wieder ein kleiner Vorgeschmack auf morgen, denn morgen kommen ja wieder die Full Champions Rewards. Leider war ich jetzt diese Woche nicht besser, eher schlechter, aber das seht ihr alles morgen im Video. Und wir können aktuell Aguero, Messi und Mbappé als besten Karten ziehen und deswegen 7 Packs. 5 Packs von den Top-Partien, ein 5K-Set von den Squad-Battle-Rewards. Ich spiele immer nur ein Spiel und kriege dann ein Pack. Das Silber-Pack ziehe ich schon immer runter, weil das keiner sehen möchte. Und irgendwo war ein Untrade-Set von den Wochenaufgaben für, keine Ahnung, 9 Siege oder so mussten wir machen. Ist schon wieder länger her, habe ich direkt bei der Weekend League erledigt. Deswegen, ja, also schon wieder Mittwoch, kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, weil ich gar nicht mehr so viel spiele. Und deswegen auch keine Ahnung, was das für Packs sind. Ihr seht es jetzt mal hier kurz im Überblick. Fangen wir mit dem 5K-Pack an. Dann das 7, halber 15K-Pack und so weiter und so fort. Schauen wir mal. Vielleicht eine gute Karte, das wäre gut. Am letzten Mal war es ja gut mit Walls und so. Aber immerhin ist die Karte selten. Das ist schon mal schön. Dass die aus dem 5K-Pack selten ist, die Karte. Sehr schöne Karte. So, schauen wir mal, dass wir das alles in den Verein packen. Das Doppelte auf die Transferliste und den Rest abstoßen. Das kennt ihr ja schon. Und ja, mal gucken, was wir noch mit den Münzen anstellen. Ja, die häufen sich ja wieder. Und es kommt einfach nichts mehr. Es ist halt Ende. Aktuell müsste auch die Gamescom sein. Und da gibt es dann die neuesten Informationen zu FIFA 19. Da werden sicherlich einige Leute schon einige Informationen rausgehauen haben. Ich habe noch nichts geguckt, weil ich mich noch nicht so sehr spoilern lassen wollte. Aber ja, ich werde mich irgendwann auch spoilern lassen und gucken, was für coole Informationen es gibt. Einiges habe ich ja schon mitbekommen. Aber den Rest, ja, muss man eh selber spielen und selber seine Meinung bilden, wie es wird. Und des Weiteren ziehe ich hier mal die Packs. Ich hoffe wenigstens auf eine gute Karte. Nee, auch hier ist keine gute Karte dabei. Aber wir haben ja noch gute Sets, wo noch was Gutes drin sein kann. Und wie gesagt, man kann gute Spieler noch ziehen. Wobei ich nie so einen guten Spieler ziehen werde, weil ich habe noch nie Messi oder, ja, wen gibt's noch? Ronaldo, Neymar und Co. gezogen. Und ich spiele schon seit FIFA 12. Okay, ich habe auch noch nie so krass wie dieses Jahr Packs gezogen. Und ansonsten vieles, was ich abstoßen kann, vieles, was doppelt ist in diesem Pack, also kein berauschend gutes Pack, aber auch kein berauschend schlechtes Pack, glaube ich zumindest. Und das ist das Untrade Pack, okay, alles klar, ich hatte mich schon gerade gewundert, warum ich das nicht abstoßen kann. So, dann machen wir hier hinten weiter. Gucken wir mal, die Sets sind ja meistens immer gut, da kommt ja meistens immer eine Wall raus und so ist es auch wieder jetzt. Und mal gucken, ob das was Gutes wird. Es wird auf jeden Fall kein guter, aber es wird ein 83er. Ja, aktuell kann man damit leben, wenn sowas rauskommt, weil aktuell zieht man halt nichts Gutes mehr, ne? 83er ist aber gut. Und wie gesagt, noch nie Neymar, noch nie Ronaldo, noch nie Messi gezogen, noch nie Bale gezogen und ich bin schon so lange dabei, aber okay, ich habe auch nie so hart krass die Packs gezogen wie jetzt. Und das ist ein 50k-Pack. Okay, das war, glaube ich, die Belohnung von dem Top-Partien. Wie gesagt, ich habe die einfach nur gemacht schnell gestern, damit ich heute fürs Video habe die Packs und das wird auf jeden Fall auch wieder eine Wall. Sehr gut. Portugal. Ah, ist aber nur ZDM. Okay. Nicht aufregen. Es ist nicht nötig. Es wird eh kein Ronaldo, von daher. Von daher kann es gar kein Ronaldo werden. So. Haben wir hier irgendwas Schickes drin? Nein. Alles im Verein. Rebic und Hofmann doppelt aus der Bundesliga. So. Dann ziehen wir das runter und dann das 50k-Pack zum Abschluss. Mal gucken, ob ich noch irgendwas Cooles krieg. Hier kommt auch wieder eine Wall raus. Ist auch sehr gut. Super. Es wird wie ewig nicht Robben, oder? Wird es Robben? Es wird! Yes! Yes! Endlich! Endlich Robben gezogen. Immer getrollt. Und da kommt der Walkout von Robben. Endlich Robben gezogen. Danke. Danke. Ihr gönnt mir echt. Ihr gönnt mir Robben. Sehr cool. Endlich Robben gegönnt. Danke. Danke, EA. Ja, ich hatte keine Hoffnung, aber ich habe mich sowas von gefreut. Jetzt noch. Okay, es ist zwar sinnlos, sich zu freuen jetzt noch, aber trotzdem. Es ist einfach krass. Robben. Okay, Feuerwerk zu Ende.
gucken wir, was noch in dem Pack drin ist. Und wir haben ja noch 50k-Pack. Also von daher, es kann noch besser werden. Oder auch schlechter. Ansonsten nichts Gutes drin. Aber ich will noch kurz gucken, was der Kollege wert ist. 88er Robben. Sehr schön. Einen transferierten Osaku nach Bremen habe ich auch schon doppelt. Okay. Sehr interessant. So, Robben, was bist du wert? Okay, er ist nicht mehr so viel wert. 20k, okay. Ja, ab in den Verein mit dir und dann das letzte Set ziehen, 50k-Pack ziehen. Mal gucken, ob da auch wieder eine Wall rauskommt oder ob es mich enttäuscht wie immer dieses Jahr. Ja, es wird eine Wall, es wird aber keine große, glaube ich. Deutschland, Torwart, Fährmann, okay. Ja, Fährmann ist jetzt nicht die Granate. Aber ich darf mich nicht beschweren, ich habe ja schon dieses Jahr neuer gezogen und von daher darf man nicht meckern, wenn da Fährmann rauskommt. Schauen wir mal, was da noch so drin ist. Oh, noch ein 84er, das ist sehr gut. Fährmann ist sogar doppelt, können wir verkaufen. Und das war's dann auch schon wieder vom Video. Hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat und auch gerne wieder morgen bei den Rewards einschalten. Und damit verabschiede ich mich von euch. Bis dann und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.